So, und willkommen zum glücklichen Let's Wait Simulator. Da oben ist halt irgendwas, aber ich weiß es nicht. Da oben auch. Kommt man da actually irgendwie rauf oder auf was? Man hier überhaupt irgendwie auf irgendwas? Irgendwo rauf? Dieses Gebäude kann auch unmöglich so langweilig sein. Hier muss es doch irgendwas geben, was dieses Gebäude liebenswert macht. Das ist doch schon mal ein schönes Dach. Komme ich da mit meinen Jumpskills hier oben rauf? Ne. Da brauche ich mindestens noch eine weitere Stufe. Das ist selbst auf die Schräge, komme ich nicht rauf. Schade eigentlich. So, gucken wir nochmal, wenn wir hier rauf gehen. Ja, klaro. Ich bin Springkünstler. So, aber hier kommen wir auch erstmal nicht weiter, ne? Ne. Da ist ja einer. Toll. Jetzt fängt es immer an zu pissen. Sehr geil. Ah, Mann, ey. Mindestens sind wir hier nur in der Hülle, in der Ding hier, Regen geschützt. Und obwohl wir hoch um hinaus sind, sieht uns keiner. Laut der Angabe. Sehr interessant. Habe ich eigentlich kein Donnergeräusch? Nur weil ich hier im Unterschlupf bin? Macht ja mal gar keinen Sinn. Oh Mann. Na ja, gut, müssen wir noch 2 Stunden aushalten. Ja, da weiß ich nicht, ob wir in der nächsten Mission wieder Aufgaben entgegennehmen. Und hoffen, dass wir darüber wieder an Nahrung rankommen, weil man hat ja gesehen, so rumgeistern bringt auch nicht so viel. Von daher, ja, gucken wir mal, dass wir erstmal unsere Sachen holen und dann eine neue Quest annehmen. Leider haben wir auch kein Gefährt oder sowas. Ich meine, wir haben ja schon so ein Fahrradrahmen, aber ich glaube, da brauchen wir noch ein paar andere Sachen. Also mindestens halt ein Lenkrad und 2 Räder und so. Also, I don't know. Was gibt's denn eigentlich alles so? Das hier Fahrrad. Fahrrad. Da braucht man ein... Ach nee, so viel brauchen wir gar nicht. Fahrradlenker und 2 Räder. Okay, das klingt ja eigentlich voll machbar. That's not bad. Ich meine, gut, keine Ahnung, wo man das Ding hier findet. Gut, bei denen habe ich jetzt auch nicht, wo man die findet. Aber die Dinger müssten wir schon haben. Und ein Fahrradfahrwerk haben wir. Also, Fahrradrahmen. Mini-Motorrad. Na gut, da brauchen wir natürlich einen Bauplan. Ganz klar. Beim Motorrad glaube ich auch, ne? Alles können wir auch direkt bauen. Cool. Aber brauchen wir halt auch die ganzen Teile. Und einen richtigen Motor und eine richtige Batterie. Hey. Okay, also aber das kriegen wir definitiv nicht so schnell hin. Wobei wir jetzt sogar schon ein bisschen Treibstoff haben, ne? Und ein richtiges Motorrad.
Aber das wird definitiv noch teurer. Und für die Sachen brauchen wir überall. Oh, okay, wow. Ach, für das Ding brauchen wir normalerweise auch einen Bauplan. Man kann ja ohne Bauplan nichts machen, Alter. Ja, ich meine, ganz ehrlich, bei sowas kann man es nicht nur noch verstehen, ne? Weil ich meine, sowas zu bauen, so dass es hält, verlangt schon ein bisschen Know-how. Aber bei solchen Sachen wie hier gegrilltes Fleisch und so, dass man da ein Rezept braucht, nur um zu verstehen, dass man das Ding auf den Grill packen kann. Ich meine, was war der Typ, den wir spielen davor? Eine reiche Person, die sich nie selbst essen machen muss, oder was? Ich meine, jeder weiß, dass man Fleisch aufs Grill packt. Oder auf die Pfanne. Oder in den Topf. I don't know. So, eine Stunde müssen wir noch. Das Schöne ist, wir mittlerweile Schraubenschlüssel. Wir können also langsam anfangen, auch mal ein paar Sachen zu zerlegen. Actually. Aber weiß nicht, ein paar Fahrzeuge zum Beispiel. So. Wir bauen mal hier die Sachen ab, ne? Oh, bringt ja voll viel. Eigentlich können wir hier schon wieder die Sachen hier konsumieren. Und wir können schon mal ein paar Sachen ablegen, dass wenn wir dann losmachen, wir auch möglichst wenig Ballast dabei haben. Das heißt, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg, du auch, du auch, du, du. Dich brauchen wir auch nicht. Bisher zumindest. Ja, das bringt halt auch nichts, weil. Man braucht halt für alles Rezepte, so danke dafür. So, wie gesagt, einen Fahrradrahmen haben wir schon und wir. Ah, cool, passt sogar. Genau zwei mechanische Komponente. Das passt also auch. Aber noch keine Räder zum Beispiel. Das heißt, wir brauchen noch Räder und was war das andere? Lenker. Haben wir einen Lenker? Nee, ne? Das wüsste ich. Ne, haben wir nicht. Na gut. Gut. Dann machen wir dann langsam los. In 8 Minuten wird's hell. Oder hell genug, dass die Zombies nicht spawnen. Von daher machen wir es mal auf dem Weg zu unserer Tasche. Dieses schöne blaue Symbol da oben in der Leiste. Aber hier gibt es ja auch schon Baumaterialien. Vielleicht kann man sich hier auch was Schönes bauen. Aber wie gesagt, das Problem ist halt nicht, das Problem ist halt aktuell, egal was wir machen, wir verhungern. Da. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es ist, Selbstversorger. Aber da brauchen wir auch immer erstmal alles Mögliche an Skills. So. Was ich jetzt mal gucken würde, ist hier diese Stämme. Aber schon mal kein Honig mit dabei. Sehr traurig. Und wir haben einmal Honig. Einmal Honig bekommen. Sehr geil. So. Da
Gucken wir mal hier nach dem Müll. Ah, nur Steine und Rohre. Schade eigentlich. So, ist hier ein Ei dabei? Ja, sehr geil. Oh, was ist denn hier? Achso, einfach bloß eine Straße. Okay. Läuft er bei uns? So, das Auto können wir mal durchsuchen. Da dürfte Stuff drinne sein. Wenn auch nur welche, die wir nicht brauchen unbedingt. Wobei, das Ding können wir doch tatsächlich doch gebrauchen. Ich nehme einfach mal alles mit. Du kommst weg, du kommst da rein. Let's go. Können wir von irgendwas gebrauchen eigentlich? Nee, ne? Okay, bisher nur Stahl, okay. Hallo? Ah, jetzt bekommen wir die ganzen brauchbaren Sachen. Okay. Treibstoff zum Beispiel. Okay. So. Gibt es denn hier Vogelnester oder so? Boah, die Framerate ist gerade hier super niedrig. Die sind nur noch gefühlt zu 30 FPS oder so. Wow, oder ist hier nur Wald? Ah, vielleicht genau deswegen. Zu viele Blätter. Und kein Vogelnest weit und breit. Weil wir brauchen Eier. Die der Eier kann man aber, muss man aber auch zubereiten, ne? Die bringen so halt genau. Gerade mal 5 Nahrung, also gar nichts. Das ist halt. Können wir die wenigstens kochen oder brauchen wir da auch wieder Abiturabschluss? Wie sieht man hier gar nicht? Da müsste Blei sein, ne? Oder da ist ein Backpack. Und eine Blondine, vor der wir gleich wegrennen. Klappe. Ein Ham Sandwich. Sonne, Alter. Der burnt ja richtig. So. Noch 100 Meter. Das klingt doch machbar. Das war gerade super verwirrend, weil der Zombie auf einmal näher kam und das, ja, auf meinem Hauptbild und bei dem OBS-Screen gleichzeitig näher kam. Da war ich gerade so ein bisschen verwirrt. Hä, was kommt da gerade von rechts? Aber ja, ist ja bloß Spiegelbild. Ja. Na, bloß wieder. So. Genau, hier haben wir nämlich. Hey, hier ist ja kein Kiff dabei. Oh Gott. So, den Häufer hatten wir bereits durchsucht gehabt. Da ist ja nichts Brauchbares drin. Aber ich werde mal hier den Stamm noch mitnehmen. In der Hoffnung, dass wir hier ein bisschen Honig finden. Oh ja, die Zweierachse, die geht schon wesentlich schneller. Auch wieder nur Federn. So, dann gehen wir mal zurück nach Hause. Also Richtung Haus. Natürlich gehen wir zum Händler. Hier sind sie schon wieder völlig überladen, ey. Warum denn diese? Achso, ja klar, weil wir jetzt Autofrack abgebaut haben. Obwohl wir noch gar nicht so viel Platz haben.
wünschte, wir hätten eine Axt, damit wir hier ein paar Bäume abbauen können. Andererseits brauchen wir gerade Holz? Eigentlich nicht wirklich. Eben, Holz brauchen wir bloß für Rahmenform, aber die können wir auch direkt aus Stein machen. Dann wäre 14 dabei. Ist da eigentlich können wir doch. Wie war denn das, wenn ich jetzt Sachen hier reinpacke? Also hier unten in die Leiste. Dann verbrauche ich doch insgesamt seltsamerweise. Ja, jetzt bin ich nämlich nur noch mit 6 überladen. Weil das halt ein getrenntes Inventar ist. Das heißt, die Leiste, diese Quick-Leiste wird dazu dabei gar nicht zugezählt. Ob das jetzt so viel gebracht hat, keine Ahnung. Aber hey. So, da ist der Händler. Dann werden wir Ihnen mal einen freundlichen Besuch abstatten. Oh, schöner Müllberg. Sehr geil. Aber nichts zu essen drin. Wem wundert's? Ja, finden wir schon viele Eier. Ich hoffe nur, dass wir die auch zubereiten können. Wobei wir da wahrscheinlich ein gekochtes Wasser oder so brauchen. Wie ist denn das? Gläser haben wir. Gut, wir haben gerade mal ein Glas dabei. Weil hier vorne müsste, glaube ich, war hier irgendwo Wasser? Können wir irgendwo Wasser herholen? Ich weiß es gar nicht mehr. So, 6, 7 Uhr, der hat also jetzt auch schon offen. Sehr praktisch, dann holen wir direkt bei uns mal die nächste Quest. Gehen dann kurz nach Hause, lagern die ganzen Sachen ab und dann geht's los. Great weather we've been having. So. Vergrabene Vorräte schon wieder. Ganz ehrlich, nö, kein Bock. Danke. Das ist das letzte Mal so schlecht gelaufen. Da habe ich keinen Bock drauf. Vor allen Dingen ist es immer in der Walachei. Und beseitige Zombies ist zumindest meistens bei Gebäuden, wo wir dann doch eine Chance haben, da auch Lebensmittel zu bekommen. Ist das natürlich genau am anderen Ende. Sehr geil. Wir kriegen mal ein bisschen. Eigentlich so? Ne, geht nicht. Sad life. Hier geht doch mal Opa Baby muss da vorbeischauen, ne? Da steht da auch so bereitwillig rum. Das kann alles weg. Ich muss ja mal irgendwie gucken, mal wegen Ordnung, aber das bringt erst dann was, wenn wir hier mehr Kisten haben. So, Ordnung ist erstmal, ja, soweit wie gegeben. Siehst du, ich kann gleich mal die Dinger hier mitnehmen. Dann können wir für den Fall, dass wir unterwegs auf Wasserquellen kommen, stoßen, die dann gleich befüllen.
So. Lange ist die Xenia schon voll, ne? So, dann nehmen wir mal die guten Sachen actually raus. Und packen die in die andere Kiste rein. Wie wir halt einen Dietrich haben, so. So. Dann können wir doch gleich mal gucken, was wir von dem ganzen Kram vielleicht mitnehmen auf die Reise. Ein bisschen was zu trinken dabei zu haben, als Beispiel, so ist nicht so verkehrt. Sag ich mal. Ja, weil wir haben ja so zum Essen, aber bloß dieses verkohlte Zeug und das macht ja extra durstig. Von daher. Beziehungsweise ich kann jetzt achtmal Wasser mitnehmen. Weil das vielleicht gar nicht so intelligent ist, weil das können wir ja gebrauchen, um zum Beispiel die Eier zuzubereiten oder so. Von daher nehme ich dann doch lieber das Zeug mit. Da weiß ich wenigstens, dass ich daraus nichts anderes machen kann. So ungefähr. Jutschen, die Federn, die können echt in die andere Kiste. Da, die braucht keine Sau, vorläufig erstmal. Gut. Dann kommst noch du da rein und du da rein. Let's go. Was ist denn da los? Bist du von Michael Jackson in der Nähe? Erstmal alle fünf auf einen Haufen. Und jetzt hier muss man Fertigung. Und immer schon auf die Stamina achten. Die alle her, sag mal. Ist das schon Blutmord oder was? Ich frage mich krass, wo die alle kommen. Ob die einfach alle als eine Gruppe gespawnt sind oder ob die das tatsächlich irgendwo rausgekommen sind gerade. Als ob man bei der daneben schlagen kann. Tsch. Das ist ja schon physikalisch gar nicht möglich. Da kannst du ja da hinten schlagen und triffst sie trotzdem. Ich darf das. Aber. Schlag halt erst verzögert oder so. So, na dann, let's go. Aber eben, die müssen hier wirklich gespawnt sein, wohl aus der Richtung, da ist ja bloß Baum und Wald, also. Die können ja bloß als Gruppe gespawnt sein. Heftig. Sehr heftig. Na komm. Federn. Oh, das ja. Wie heißt das? Feral oder wie das Ding heißt? Also. Auf jeden Fall böse. Der diese Leute, komischen Leute dann auf. Keine Ahnung, wie das heißt. Oh, Stufe 2 Bogen. Ansonsten dabei nicht. Was?
So, ein Kaffee, cool. Vielleicht schon wieder doch ein bisschen Nahrung. Oh, dieses Auto einfach da direkt in die Einfahrt gefahren ist. So, wir kommen über das Auto auch rein, sehe ich hier gerade. Ja, okay. Ja, ja, sehr gut. Man könnte ja mal was Gutes verstecken, ja? Weiß nicht, 10 Tonnen Miso-Suppe zum Beispiel. Irgendwas, was mich voranbringt. So, alle aufstehen. Hier kommt Papa. Hallo? Hört er mich gar nicht? Was ist los mit dem? So, das müsst ihr aber hören, oder? Ah, geht doch. Das klang und sah ja sehr interessant aus. Ach, Mann. Nur Bullshit drin hier. Ob du da nicht durchpasst, was ist los mit dir, Mädel? Also, haben wir schon. Hallo. Aufstehen. Die Bienenluke ist da. Oh, da hinten. Oh, ein paar Krab. Oh, ein Hund. Diese Hunde immer. Oh, nicht genug Ausdauer. Und natürlich direkt radioaktiv verseucht. Ah. Gut, dann gucken wir mal in der nächsten Folge weiter. Ich meine, wir haben jetzt für Fernsehlücke Kunisch, also sollte kein Problem sein, aber wobei der gebrochene Arm oder was das doch war, schon eher ein Problem sein dürfte. Naja, mal gucken. Bis zur nächsten Folge.